Aloha, schöne Seele. Ich grüße dich ganz herzlich aus dem Sertik, von einem meiner Lieblingsplätze, die Alp meiner Familie. Ich glaube, wenn du so hinter mich schaust, dann weißt du wieso. Oh, ich liebe diese Berge, ich liebe diese Aussicht. Hier als Kind, da habe ich mich immer wohl und zu Hause gefühlt. Hier oben auf der Alp ist ein ganz einfaches Leben. Es gibt kein fließendes Wasser, also natürlich der Bach gerade neben dem Haus. Es gab damals keine Toilette. Wir haben uns zu den Kühen gesellt. Und der Kühlschrank, das war einfach der Brunnen. Und ich habe das so geliebt, dieses Einfache, Reduzierte auf das, was unbedingt nötig war. Und da komme ich heute noch sehr gerne hier nach oben, einfach um wieder anzukommen. Ich war jetzt 3 Wochen mit einem Campervan quer durch die Schweiz unterwegs, habe Videos aufgenommen mit Saint-Germain an unglaublich wunderschönen Orten in der Schweiz. Ich war beim Matterhorn, ich war am Creux du Vent, ich war bei den Menhiren in Yverdon und so weiter. Einfach unglaublich. Und die Reise hat sehr viel in mir wachgerufen, viele Wünsche, Bedürfnisse wieder aktiviert, die ich schon sehr lange kenne, schon seit Kind. Und gleichzeitig auch einiges von Kindheit an eben sozusagen befriedigt, das ich mir immer mal erhofft habe. Und das Schöne, meine Arbeit mit meinen Reisebedürfnissen verbinden zu können, ich bin so dankbar, dass das funktioniert hat, dass ich diesen Schritt auch gewagt habe. Und die Erfahrung eben, in der Natur zu filmen und all die Herausforderungen zu meistern, die es da gibt, das war sehr unterhaltsam, sehr lehrreich und es sind sehr viele kleine und auch witzige Fehler passiert, die du dann im Verlauf der Zukunft sicherlich irgendwo mitkriegen wirst auf den Social-Media-Kanälen. Unter anderem ist mal das ganze Telefon und Stativ baden gegangen oder völlig unscharfe Aufnahmen, ganz viel Lärm. Und trotzdem muss ich sagen, die vielen Herausforderungen, die es gab, den Moment, den ich gebraucht habe, um mit Saint-Germain das Channeling aufzunehmen, der war immer gegeben. Und danach kamen 100 Leute, eine Minute später. Oder Flugzeuge oder sonst irgendwas. Also unglaublich, diese Zusammenarbeit mit der geistigen Welt hat mich noch einmal tiefer in Verbindung gebracht mit dem Vertrauen ins Leben, in den Fluss des Lebens, in meine eigene Schöpferkraft, Dinge halt auch vorzubereiten. Also diese Reise war für mich unglaublich lehrreich und ich hoffe, dass du auf deine Weise die Dinge machen kannst, die dir auf so lichtvolle, liebevolle Art, voller Vergnügen die Möglichkeit geben zu lernen und zu wachsen. Und jetzt sitze ich hier auf meinem Lieblingshügel, an meinem Lieblingsort, einer meiner Lieblingsorte, und lass das Ganze sacken. Will atmen, fühlen, lächeln, um einfach wieder ganz in der Präsenz und im neuen Abschnitt anzukommen. Und ich habe von der geistigen Welt gelernt, dass das Abschließen von etwas genauso wichtig ist wie das Neuanfangen und eben diese Zeit dazwischen, so die Atempausen dazwischen, dass die wahrlich Gold wert sind, wenn wir uns die Zeit nehmen, diese auch bewusst zu erfahren. Deswegen bin ich heute hier, um mir diese Zeit zwischen zwei Projekten oder zwei Alltagsleben, das Unterwegssein und jede Nacht an einem anderen Ort schlafen und jetzt halt wieder neue Form von Alltag kreieren, diese Zeit nehme ich mir heute, das Abschließen von einem, das Ankommen im Moment und dann das Neubeginnen. Und ich hoffe, dass auch du dir ausreichend Zeit nimmst für solche Wechsel im Leben, damit eben, wie in meinem Fall das oft der Fall war, ich mich irgendwo angestoßen habe oder mir sonst irgendwie weh gemacht habe, also mich ja einfach verletzt habe, weil ich nicht bei mir war, noch nicht vom Alten angekommen im Neuen. Und das hat dann eben oft zu kleinen Unfällen geführt. Ist nicht nötig, wenn ich mir die Zeit nehme, anzukommen. So sende ich dir also herzlichst liebe Grüße von der Alp in Sertik und sag all denen herzlichen Dank, die meine Videos so liebevoll kommentiert haben. Ihr wart so voll dabei, das hat mich so gefreut. Ich kam leider noch nicht dazu, alles zu beantworten, aber einfach danke. Herzdank von mir für dein Mit-mir-Sein und die Videos, die wir jetzt bearbeiten werden in Zukunft, die wirst du dann schon bald sehen. Ich grüße dich herzlich und danke dir. Lass es dir gut gehen.